Let's go! So Leute, willkommen zurück zu Spore. Wir müssten jetzt hier im dritten Part sein und hier sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Ich gehe mich jetzt paaren und hoffe, dass eigentlich jetzt gleich etwas passiert. Letztes Mal, als ich das gespielt habe, waren das halt nur drei Neste auslöschen oder sich damit anfreunden. Und dann passierte was. Ja, wir haben jetzt hier noch was Neues bekommen. Diese Hände. Das sind aber Teddybärenhände. Und diese Hände. Diese Todesklauen. Ja, die finde ich gut, weil die halt echt gut so zu den Motto passen, was ich halt bauen möchte. Raptoren. So, das sieht halt aus wie so eine Raptorklauen. Und Füße. Glaube ich, die genommen. Die passen ja auch aktuell noch ziemlich gut. Aber es gibt da auch bessere, finde ich. Zumindest bessere. Ganz synchron. So. Ja, das passt eigentlich ganz gut. So, laufende Kranki. Oder auch mega ultra kranker Cell Raptor. Ja, jetzt witzig. Jetzt passiert. Wait. So, bist du bereit? Bist du bereit? Ja. Ich kann gleich mit dir schauen. Hä? Ja. Oh. Ich hoffe, mein Baby wird nicht groß. Egal, jetzt sind wir wenigstens alle beide gleich stark. Ich meinte, wollte eigentlich ein Baby haben, weil die ganz süß sind, ja? Und wie ihr seht, da unten ist jetzt auf der Karte, meine Maus sieht ja nicht, sind so Punkte abgebildet. Die sind jetzt wichtig. Sieht man uns da gerade an. Ah, Vogelvieh. Das ist tatsächlich meine Kreatur. Die habe ich mal gebaut. Ich finde die eigentlich ganz interessant. Offenbar sind hier, ist hier in der Nähe hier ein Vogelvieh. Ich finde es halt nur schade, dass die mich angreift. Ich glaube, ich habe die Vogelviecher ausgelöscht. Ohne was ich wollte. Die finde ich eigentlich ganz cool. Und die haben die Füße, die ich eigentlich auch wollte. So was in der Art. Muss ich erstmal auch reinkommen. So, volles Leben, gut. Let's go. Hallo, wir wollen euch nichts tun. Wir hängen um. Und ja. Jetzt
gibt noch ein paar neue Easter Eggs, von denen ich jetzt hier zum ersten Mal gehört habe. Ein paar kannte ich schon. Ich werde euch nicht die spoilern, die ich kannte, weil die haben mit einer späteren Phase erst zu tun. Die sind vollkommen gegen mich. Lasst es! Ich will doch gar nicht gegen euch kämpfen. Lasst mich bitte in Ruhe! Alles. Nice. Das hasse ich halt immer bei dem Umreisen. Das ist aber immer so, dass man findet tausende Leute, die einen hassen. Nein. Mein Kamerad ist weg. Na egal. Da muss ich mich reinholen. Let's go. Hunter. Starte jetzt auf den Timer, den habe ich die ganze Zeit vergessen. Und wir holen uns was Neues in unser Team. Ein Baby. Ich glaube, das dürfte tanzen sein. Ja, das ist tanzen. Hurra, hurra. Jetzt haben wir ein Baby bei uns im Team. Ich finde diese Teile immer noch so knuffig. Guckt euch das mal an, das sind so knuffige kleine Tierchen. Jetzt gar keine gute große Unterstützung, weil nun ja, hier sind nur Tiere, die böse sind und stark und so. Aber naja, wie gesagt, böse und stark. Baby instant dead oder was? Komm schnell, Baby. Nein. Meine ich mir kurz und so. Diese Teile sind auch übrigens geil. Das zeig ich euch mal. Ich bin jetzt leider gestorben, als ich hochfliegen wollte. Man kann da hochfliegen. Und dann kann man wirklich gleiten von da oben. Ah, tanzen, tanzen, tanzen.
Nein. Okay. Nein. Ich wollte noch was, was ich da nicht habe. Weil ich habe ja aktuell diese drei. Es gibt da noch eine vierte Sache. Ich weiß noch nicht, wo die gerade ist. Weil es gibt von beiden vier, das weiß ich. Es gibt halt Tanzen, ne? Das sieht man ja hier. Tanzen habe ich aber ja schon, singen und zaubern. Soweit ich weiß, gibt es auch noch bewundern oder so. Ah ne, posieren. Das gibt's noch, genau, posieren. Dafür muss ich aber andere Krallen nehmen. Weil meine Krallen haben natürlich keinen Posieren, die haben aber Schlag. Na egal, ich möchte von allen alles haben, also, ne? Posieren. Nein. Okay. Raptor wirkt jetzt echt merkwürdig. Dann muss ich so laufen. Ja, man kann auch übrigens damit fliegen, das geht auch. Sieht aber eigentlich pointlessig aus und finde ich auch nicht gut. So, ja, und jetzt fehlt mir halt nur noch Schlagen und für Schlagen verwende ich dann halt einfach diese Teile. Geht halt irgendwie so. Und Spucken. Damit ich auch das stärkere reinpacken. Das hier. Ja, und du groß und du kannst auch groß und dann packt man euch am besten irgendwie so. Dann sieht es irgendwie geil aus. Das ist der Stachel-Seldo vom Satan. Ja, das ist, ich glaube, das ist leicht verbuggt. Mit dem Posieren. Ich wollte schon gerade sagen, was für Gleiten. Gesundheit. Richtig kurz Gesundheit reinhauen. So. Okay. Das ist jetzt Laufkraft.
Kranki. Alles, aber nichts gut. Quasi. Genau. Es kann nicht alles. Hier konnte ich ja schon alles. Hier bei Sternen. Ich habe jetzt auch alles. Das ist 19 Leben. Ja, das ist doch mal ein schöner Mund. Und schon wieder Mund. Ich glaube, ich erstmal mit gehen zum Baby an. Ich hasse euch, Eltern, jetzt schon. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Ich würde ja gerne, aber nein, danke. Nicht gegen mich, ich habe auch in diesem Teil. Die wirkt nicht so stark. Die wirkt eigentlich machbar. Wenn sie sich nicht zu dritt versammeln würden. So ein Baby brauche ich zwei mindestens.
merken. Ungefähr. Teile sind nicht. Wo plötzlich so ein Teil da? Ich bin tot. Ja, moinsen. Hier weiterzukommen wird echt anstrengend, aber ich versuche alles für ruhig. Ist euch mal aufgefallen, dass die Augen aussehen wie Berliner? Haben wir den ganzen Mund verkauft, bitte? Ich finde dieser Mund passt besser. Wegen Raptor und wenn man den richtig macht. Das ist halt so ein richtiger, schöner Kryptonmund. In diesem Fall jetzt nicht, aber. Hey. Wohl. Es geht besser. Man sieht. Das ist, finde ich, auch der beste Mund, den Süß und Schrecklich mit sich gebracht hat. Weil er schön schrecklich ist. Und deswegen passt er auch so. Verdammt gut. Zum Thema Raptor. Ja. Raptoren sind ja schreckliche Wesen. Ich kann schon rammen wollen. Was fehlt mir noch? Ah, genau. Ich weiß mal wieder, was mir fehlt. Ne, fehlt mir zwar auch was, aber das nicht. Nee. Nee. Hier fehlt mir bezaubern. Aber der bezaubert schon für 2. So als. Willkommen bei den Drachen. SOS Drachenalarm. Ne, ohne Witz, das hält echt aus wie so ein Drache. Jetzt. Schrecklich kam übrigens die das auch bezaubern. Die Schnurrbarthaare, aber ich hab Drachen. Laufkranki der Drache. Ich brauche mehr Gesundheit. Unbedingt. Noch 3 Minuten. Oh. Thank you.
wurden oder quasi ausgelöscht. Ich hasse hier jetzt schon diese Bombenknirsch. So. Tut euch mal an, was die mit meinen Knirschen gemacht haben. Die haben die einfach so über... Nee, das kann ich nicht so lassen. Jetzt kommt mir ran. Ey du! Fuck, das war ran. Ja. Und das war's dann auch. Ich gehe respawn jetzt noch kurz. Piepen hört man leider trotzdem. Ich habe jetzt extra Flugmodus drin, ja. Damit man halt nicht so ein Rauschen hat. Ich hoffe, das Rauschen war weg. Letzten Part war das ja auch weg. Also, wir speichern jetzt. Speichern. Das Spiel wurde auf dem Planeten Shield wurde gespeichert und damit bin ich dann auch für heute raus. Wir sehen uns in